Du hast den Automaten frisch bekommen oder schon länger und auf einmal funktioniert das Najax nicht richtig. Wegen was auch immer. Das kann daran liegen, dass da ein Automat im Außenbereich steht, LKWs fahren dran vorbei oder größere Nutzfahrzeuge. Die Vibration und ständige Bewegung des Automaten können dazu führen, dass sich vielleicht ein Stecker mal löst. Sollte im Normalfall nicht passieren, dennoch überprüfen wir das Ganze. Welche Stecker genau überprüfen wir denn überhaupt am Automaten? Wir öffnen den Automaten, ziehen die Schublade heraus und schauen uns doch mal an, was denn von hier unser Najax-Kabel ist. Unser Najax-Kabel ist dieses gelbe hier. Das ist immer mit Kabelbinder fest, könnt ihr einfach aufknipsen, macht dann später halt einfach Neues drum, dass kein Kabel beim Zumachen verklemmt wird. Und dann schauen wir nach, ist denn alles hier richtig ordentlich zusammen? Das Hauptkabel, was ich auf jeden Fall überprüfen würde, ist dieses hier. Das geht auf die DCM5-Platine für den Altersnachweis, geht dann hinten rum auf die Platine. Einfach mal jeden Stecker davon auch nochmal zusätzlich überprüfen und schauen, wie sieht's aus. Die andere Seite von unserem Y-Stecker geht hier hoch. Und dann haben wir Verbindung zum Geldwechsler und zum Scheinleser. Wenn man jetzt sieht, die Kabel sind alle schon mal in Ordnung, es sollte alles soweit funktionieren, gehen wir hin und lösen unseren Scheinleser. Dieser Scheinleser ist lediglich mit 4 Muttern befestigt. Unter dem Scheinleser befinden sich 2 Muttern. Rechts und links jeweils eine, also in der Gesamtanzahl 4 Muttern. Sobald diese gelöst sind, können wir den Scheinleser einfach herunterziehen, nebenhin legen und sehen, wie das gelbe Najax-Kabel hier oben durchgeht und hier an der Seite dann nach oben geht. Dieses Kabel ist im Automaten hier in der Seite reingelegt und geht am Scheinleser vorbei, oben hin zu unserem Najax durch die Blende. Ich setze erst die Nuss auf die Mutter drauf und gehe dann mit meinem Akkuschrauber dran. Einfach nur, dass mir diese Nuss nicht abfällt. Dann ziehen wir die Scheinannahme einfach ab und legen diese hier neben ordentlich hin. Bitte darauf achten, hier vorne diese Blende könnte herausfallen. Wir lösen die 3 Muttern vom Najax. Dann können wir das Najax einfach von vorne herausziehen. Und schon kommen wir an die Kabel vom Najax dran. Damit du das Ganze aber besser sehen kannst, zeige ich es dir jetzt im ausgebauten Zustand. Im ersten Moment gehen wir davon aus, dass unser Najax so befestigt ist. Sobald wir das abnehmen, hängt es so aus dem Automaten hinunter. Diese Kabel gehen durch das Loch in unserer Blende, wo das Najax davor sitzt. So, wenn wir das so haben, überprüfen wir diese beiden Stecker. So, wenn man sieht, dass der Stecker ist nicht richtig drin und man will ihn nochmal herausnehmen, um ihn neu reinzumachen, muss man folgende Dinge beachten. Ziehe ich diesen einfach hinaus, kann der hier unten brechen. Wie lösen wir das Ganze? Einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Mit diesem Schlitzschraubenzieher gehen wir zwischen unseren Stecker. Und er hat sich jetzt schon leicht rausgedrückt. Wir können jetzt auch noch mal ein bisschen wackeln, damit er noch weiter nach oben kommt. Genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und drücken diesen im Prinzip so hinaus. Sobald er schon fast draußen ist, können wir einfach den Stecker abziehen. Und dann war es das schon. Wenn die Antenne gelöst werden soll, diese wird einfach nur hinausgezogen. Man hat so ein kleines Klickgeräusch. Genauso beim Hereinmachen. Einfach reingedrückt, bis es diesen Klick macht. Dann ist die Antenne richtig drin. Unser Najax-Kabel. Damit wir dieses hier wieder besser hineinbekommen, weil gerade geht es ja nicht einfach rein, fangen wir an und biegen das vorsichtig und ganz leicht mit den Fingern. Bitte nicht mit einer Zange oder ähnlichem. Nicht gucken, dass man es zu stark biegt. Einfach nur, dass es am Ende wie im 90-Grad-Winkel steht. Dann gehen wir hin, führen das dann so ein, dass der Stecker gerade ist und schieben diesen einfach nur rein. Wichtig ist, wenn wir die Scheinannahme wieder dran montieren möchten, dass wir darauf achten, dass das Kabel einfach wieder ordentlich hier in der Seite drin liegt und die Scheinannahme ordentlich dran gebaut werden kann. Das heißt, wir nehmen die Scheinannahme, halten mit der anderen Hand die Blende von vorne fest, sodass diese nicht herausfallen kann und legen die Scheinannahme so hier rein. Ich gehe hin und stecke die Mutter schon mal in die Nuss, nehme meine linke Hand und drücke so von außen die Blende an die Scheinannahme dran, sodass mir gleich nicht etwas rausfallen kann, während ich die Mutter hier drauf drehe.
Diesen Schritt wiederhole ich erst auf beiden Seiten, bevor ich die unteren Muttern dran mache, einfach nur, weil es für mich leichter ist.